ho! Wieder den nächsten großen Drücker. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 Challenge Projekt mit den üblichen Verdächtigen. Andi, Patti, Schweizer. Grüß dich. Hallo. Hallo. Es gab neidische Stimmen, Andi? Ach, am Mittwoch. Ja. Am Mittwoch. Nein, die neidischen Stimmen gab es vorher schon, aber... Ach, vergiss. Von wem gab es neidische Stimmen, Andi? Von den anderen Teams. Welchen denn? Nenn doch mal einen Namen. Wir müssen hier... Von beiden. Oh, oh, ich hab ein Problem. Die, Alter, das ist doch wieder. Da habe ich doch genau eingefangen jetzt schon wieder. Ne? Hast du genau gesehen, oder? Aber genau. Schaffst du es? Schwitzi, fahr mal kurz rüber, den aufstellen, bitte. Dabei. Das dauert sonst wieder Stunden. Ich mach lieber mal die Ballen hier fest. Ja, mach mal fest. Ja, ist halt schon gut, wenn du zwei Fronter da hast, ne? Weil kann immer passieren, sowas. Ups. Ah, das ist die gleiche Taste. Wenn du die Folie abziehst, ist das nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ich krieg keine Gurte rein. Ich weiß, ich krieg das schon hin. An die müde? An die muss schlafen, warte, oder was? Oh, warte. Was fett, du siehst... Seh dich doch nicht. Du siehst nur einen Anhänger vorbeifahren da hinten, ne? Und dann irgendwann kommt das Bobbycat vorne. Das ist einfach geil. Müde, da legt sie schlafen. Da flitzt das Bobbycar durch. Aber warum höre ich gerade epische Musik? Epische Musik? Werde ich es schaffen. Den Andi aufzustellen. Aber schon. Jetzt drehen wir uns schon. Hör auf zu hupen! Achso, Entschuldigung. Warum denn? Ist auch nicht. Hupt einfach mitten am Feld, weißt du? Ohne Grund. Wir fahren danach! Ach, ich hab's nicht einfach, ey. Du hast sie einfach. Ja. Das hat noch nie jemand behauptet. Ich weiß. Ich muss es aber immer wieder betonen, damit es mir besser geht. Ach so. Glaubst du, uns geht's anders mit dir? Nee. Eben. Weil wir tragen alle das gleiche Schicksal. So ist es. Egal, passt schon. Was? Passt. Ah, es ist schon... Ich will jetzt da nicht drauf rumreiten, ne? Aber man sieht es halt blutig. Wir haben gleichzeitig angefangen, mit Säge die gegenüberliegende Wiese zu mähen. Mhm. Er mäht jetzt immer noch mit seinen 3 Meter und da liegt alles noch gleich. Wir haben jetzt schon den ersten Anhänger voll mit Ballen. Mhm. Ja, wie gesagt, wir rennen zu viert auf den Feldern rum. Ja. Ja, vor allem, ich verstehe es, das sind ihre eigenen Felder, da habe ich zwischendurch auch mal Zeit. Ja. So. Ja, ist doch Kollision. Das hattest du schon in der allerersten Folge feststellen müssen. Patti, ich spiele 10 Maps gleichzeitig. Weißt du, wie man sich das merkt? Gar nicht. Weil du momentan auch so viel erlöscht. Eine Heumission ist weg. Ja. Eine Heumission ist weg. 20.000. Also ja. Sie können. Kannst du uns die Silage-Mission lassen? Du bist überhaupt nicht gierig, oder? Oh, Team Kell fährt mit Deutz. Nee, mit Fendt und den Anhängern da drüben rum. Hallo. Ich dachte, du sagst jetzt mit Deutz und Schmetterling. Ja. Zu toll würde ich den das auch noch. Aus. Ja, auch ein bisschen witzig gewesen. Hier schießt schon wieder was vorbei. Das war der Fendt, glaube ich. Mhm. Wir sind die Ärmsten. Oh nein, uns geht das nicht so gut. Wir sind ärmer wie die anderen? Ja. Wie Dennis? Ja. Ja, die verkaufen aber auch Silage, glaube ich, ne? Ja, die haben sich eine Förderbank gekauft. Habe ich gesehen. Das geht noch? Ja. Oh, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil mein Telefon geblinkt hat. Aber das geht noch, das geht noch. Geht noch, geht noch. Oh, da unten gegangen. Rechts ist frei, waren die letzten Worte des Beifahrers. Mhm.
das habe ich jetzt öfteren auf der Fahrt gehört. Andi, kauf dir einen neuen Spruch. Okay. Wird langweilig. Aber so viel Spaß wie auf der Fahrt hättest du im Zug nicht gehabt. Was? So viel Spaß wie bei der Fahrt hättest du im Zug nicht gehabt. Nee, das ist richtig. Und außerdem wären da so viele Menschen gewesen. Oh bäh. Ja. Bäh. Genau das Richtige für Patti. Menschen liebt er ja. Patti geht nächste Woche auf den Weihnachtsmarkt. Ja, ich. Was? Alter, irgendwas wie viel Geld hat mit dir dafür bezahlt? Er kauft sich einen Adventskalender. Er geht auf den Weihnachtsmarkt. Er ist eigentlich der Cringe himself. Was ist los mit dir? Das Problem ist, also was heißt Problem? Mein bester Freund weiß auch, dass ich ein Cringe bin. Der schreibt mich aber Jahr für Jahr für Jahr immer auf den Weihnachtsmarkt. Mhm. Du hast Freunde? Natürlich habe ich Freunde. Hallo? War nur eine Frage. Und die 32 ist wieder bei Darkies Hof unten auch nie weit weg. Könnte man nur das Problem haben, dass wenn die beide zur gleichen Ablaufstelle gehen. Nach die 32 gehen. Ja. Ja. Ist der Fall. 32 bleibt weniger als die hier. Aber wie gesagt, wenn ich hier fertig bin, sofort runter mähen und dann gib ihm. Oh, es leckt. Oh, oh, oh. Wir haben auch einen kleinen Rückstoß jetzt gerade. Mega leck. Für das hat man GPS. Genau. Oder VCA. Ja. Beim Balsam. Mhm. Andi, probier's doch einfach mal. Stell dich aber mal nicht so. Also jetzt habe ich genug Ballen für diese Mission hier abzuschließen. Okay. Dann schaffen wir beide. Der jetzt rauskommt, ist glaube schon der erste, ja. Der theoretisch über ist. Das ist doch schön. Wissen wir, wann unsere Ballen am Hof fertig werden? Muss ich nachgucken. Noch länger nicht. Aber heute noch nicht. Noch länger nicht. Nee, erst in der kommenden, ich glaube im neuen Jahr dann. Übernächstes Mal. Nein, dazwischen Weihnachten und Neujahr, glaube ich. Ja, ja, in der Folge. Nee, was hatte ich noch. Für die Zuschauer ist es dann schon also im neuen Jahr. Also diese Aufnahme ist dicke noch nicht. Nee, für die Zuschauer ist es dann in der Weihnachtswoche. Ich bin weg, Mädels. Tö. Tschüss. Zeitwurz. Und irgendwas? Was? Einfach fahren. Ja, besonders wenn was kommt. Das Problem ist halt, du kannst gucken, wie du willst. Ralf siehst du gar nicht. Sind die Gelben zu zweit am Holz machen? So wie es aussieht. Es wurde gespult, die werden ja Sägewerk voll machen müssen. Nee, also müssen sie nicht. Ich habe das letzte Mal irgendwie ein Bild bekommen, was Darky gesagt hat. Sie hätten noch Kapazitäten, dass sie das, glaube ich, den ganzen Tag nicht befüllen müssten. Naja, ich glaube, die haben ihre Sägewerke so voll gemacht, dass die 3 Tage durchrennen kann. Aber was steht das gelbe Dresche da so ihm irgendwo? Irgendwie in der grünen Anhänger gekreuzt, so wie es aussieht. Hat Kabum gemacht. Ich schau doch mal auf die Karte. Wo denn? Überhaupt über unserem Hof ein bisschen. Links von grünem Hof. Ah ja, da hat's irgendwie. Nee. Du hast da geparkt, glaube ich. Vielleicht haben die einen Deal gemacht. Warum Deal? Die haben ja selber einen Drescher. Ja, aber vielleicht haben sie den zweiten wollen oder sowas. Ja. Und zweitens mal umstehen. Ja, okay, wir aber euch hinstellen. Ja. Immer noch was zum Shop. Ja, das ist, wird das Mähwerk sein. Paul ist hier mit einer Presse. Ja. Das Mähwerk brauchen sie noch nicht. Können sie stehen lassen. Der Händler muss freigeräumt werden. Regelbruch. Da steht leider nicht in den Regeln. Bisschen innen. Warte, eine schmutzige Scheibe, wie soll ich hier so arbeiten? Ein grüner Fahrzeug. Schmutzige Scheibe? Kauf den neuen. Ja, besser ist. Verkaufen Sie bitte den Rotz. Da ist ein Becher aus Falsch, brauchen einen Schlepper. Ja. Scheibenwasser leer, neuer Schlepper. Unclear. Schneller. Ich hab so ein bisschen MS-Schwankungen, wenn ich ehrlich bin. Nicht nur du, nicht nur du, bei mir leckt das auch wieder, Leute. Bin vielleicht ein bisschen zu weit gefahren. Zuverlässig läuft. Also bei mir leckt so, dass sich der Frontlader immer selbstständig macht. Geiles Ding. Er hört nicht auf zu heben und... Boah,
Wird der Server heute ein bisschen husten? Maybe. Aber Ralf hatte heute Vormittag auch im Stream mit ihrem Server Probleme. Ja, aber die haben schon immer Probleme. Also nicht, oh Gott, das geht schief. Die haben schon öfter Probleme gehabt. Okay. Ich glaube, letzte Woche hat er auch schon mal einen Localhost gemacht, weil es nicht lief. Danke, Verkaufsballen. Halt, halt. Gut, man muss jetzt auch sagen, es fahren auch momentan sehr viele Ballen auf der Karte rum, gell? Mhm, es ist generell viel, ne? Und dann, wenn die Holz noch dazu mitmachen, das ja. Kostet genauso Performance. Also das ist halt schon immer so das Gift für die DLS-Server gewesen. Ballen und Holz machen. Was ich aber gesehen habe, Darky ist negativ bei Position Farming unterwegs. Ja, die müssen Also wirklich haben. Negativ. Was ich auch nicht verstehe. Was verstehst du wieder nicht? Dass die bei jedem Verkauf ein Minus machen, aber sagen, ja, die Bodenproben sind zu teuer. Die haben wohl Bodenproben gezogen, schon. Ja, aber da müssen sie doch was machen dagegen. Mhm. Das Problem ist, dass die wahrscheinlich ihre Wiesen, wo ihr Holz drauf ist, nichts machen. Sie dann düngen und mal kalken mal schnell, das ist doch keine Kunst. Also mit einem Streuer? Achso, na gut. Wir hatten einen Streuer. Ach ja, stimmt, da war was. Ja, zwei schon. Irgendwie hatten wir. Naja. Wir haben jetzt mittlerweile zwei. Wir haben sogar zwei drin. Die können sich die auch nicht mehr kaufen. Also müssen sie wohl was Großes nehmen. Ja, Häuptling, wo bist du jetzt schon wieder hingerammelt? Ja, Häuptling. Ach, die 32. Die 32. Okay, ich bin unterwegs. Euer Feuer nehme ich mir noch ein Schlückchen aus der Tankstelle. Ach, was willst du? Achso. Ja. Der Toastig der MB-Tag, oder was? Ja, oh, wie? Drei oh. Stunden und halb. Nummer halb voll. Ah, nee, die Tankstelle ist ja rum. Ich tanke immer bei halb voll. Mhm. Sicher, sicher. Halb voll oder halb leer? Da ich halb voll sage, bin ich Optimist. Manchmal. Öfters. Gelegentlich. Nie. Hin und wieder. Ab und zu. Hast du schon manchmal gesagt? Ja, in mehreren Ausführungen, glaube ich. Okay, gut. Warum bringe ich dann gut den Ja, muss teilweise zweimal. Ja. Also wenn du Folie weg machst und dann noch einmal. Bis halt weiß, die gleiche Taste ist. Ja. Nur mal theoretisch. Hau mal eine Theorie raus. Wenn ich jetzt mit dem Main hier fertig bin. Ja. Was mache ich dann? Dann bin ich auf dem Weg zum Abgeben und dann können wir schon eine Mission abgeben nochmal und die nächste annehmen. Könnte man dann schon den Plan in die Wege leiten? Ich sage jetzt nicht sicher, in der Gruppe glaube ich habe ich geschrieben 97, oder? 94? Ja, 97. Könnte eventuell dann schon funktionieren. Muss funktionieren. Weil, warum muss es? Ja, wir haben Mission 20 und 27.000. Ja, plus die Ballen, ja. Müsste funktionieren, ja. Also, ich brauche auch ein bisschen, bis ich da bin, ne? Ja. Ich müsste vielleicht auch mal die Stämme hier beseitigen. Dann müsste aber dann quasi der Schweizer zum Beispiel die Mähwerke übernehmen. Wir haben erstmal keine Missionen. Momentan nicht, ja. Momentan. Es sind keine da, oder? Oh, es sind zwei, es sind noch zwei da. Aber wir müssen halt gucken, wie wir da tun. Und tun. Ja. Wird sie halt auch ein bisschen ziehen, weil wir müssen sie bei der BG abgeben, dann muss ich sie ja abladen. Oder runterschubsen. Ja, okay. Gut. Patti, ist ja schnell gemacht. Wenn du willst, Patti, ich habe einen VCA-Kurs 79,5. Lass mich da erstmal das Vorgewende drehen. Ja. Wollte ich sag's helfen. Mal so, ich muss noch drei Ballen machen, alles was man dann macht, ist für uns. Ja, nur... Von beiden Missionen. Oder wie? Ja. Nur wir müssen es halt auch machen, ne? Ja, ich bin am Verladen, also. Ich bin am Pressen. Mehr wie verladen kann ich nicht. Das heißt, man müsste dann mit dem
Bagger, den wir uns kaufen wollen. Ich dachte, wir holen uns endlich so unseren Baumwollvollernter. Wir sagen einfach mal Bagger dazu. Häcksler. Ja. Für unsere nicht existenten Weiß zu häckseln. Müssen wir dann umschwenken. Das heißt, deswegen hast du gesagt, er muss mähen. Aha. Dann müsst ihr Schweizer mähen, ja. Du, den Rest kannst du machen. Verstehe. Du könntest auch die Presse ziehen. Ja. Einzig, was er nicht kann, ist mähen. Das sollten wir hinbekommen. Oh, diese Bäume hier. Kann ich mir einen Fichtenmoment glauben? Nein. Wir müssen uns an den Plan halten, Patti. Was? Plan? Mhm. Ich hab Plan. Der wöchentlich täglich über den Haufen geworfen wird. Das ist immer so. Aber das ist ja die Kreativität. Was du für Wörter kennst. Bist ja erstaunt, ne? Ja. Er haut deinen raus. Langweilig ist wie nicht. Bleibst du stehen oder fährst du weiter? Du hast da schon wieder einen ganz dummen Spruch auf Lager, Schweizer, oder? Nö. Hat er nur einen Spruch parat? Nee. Jeden Ballen, den ich jetzt rausrücke, ist schon mal. Uns. Ein Gelber ist dafür 63 unterwegs. Zusatz. 10 Meter Extension. Was? Ich will gar nicht wissen, was die da machen. Einfach ignorieren. Ich habe ein bisschen Durst. Es gelüstet mich nach. Alter! Ja. Das ist doch die Leitung ganz! Wie Pauls Tunika-Flasche. Ich hab ein bisschen Durst, weißt du? Mach die Badewanne leer, ey. Paddy, was passiert denn diese Woche? Was? Ja, letzte Woche hast du ins Mikro gerotzt, vor die andere Aufnahme hast du ins Mikro gehustet. Na, gerübst. Was machen wir heute? Das weiß ich noch nicht, das lass mich überlegen. Okay. Das kommt spontan, das ist nicht geplant. Ich wollte es nicht sagen, aber es wird spontan passieren. Andi, weißt du? Ich weiß noch nicht, ob es an dem Mod-Traktor liegt mit dem Frontler, dass der ab und zu nicht reagiert, oder... Mal gucken. So, Erfolgewände sollten reichen. Hupt er mich wieder an auf dem Feld. Damit du mich nicht übersiehst. Ich hab dich. Du hast ein gelbes Blinkefahrzeug, was soll ich da nicht übersehen? Das ist zumindest schön, ne? Ja. Nübschi. Mit großen Traktoren, du kommst halt einfach, du bringst drei Ballen übereinander, gell? Mhm. Effektivität heißt das Zauberwort. Wie? Was für ein Ding? Ja. Kennst du nicht. Wie gehört. Wollt ihr? Hä? Für unten dann 78 Grad. Pressen. Okay. Wann bringst du das erste Mal was weg, Andi? Zwei Ballen noch, dann fahr ich los. Nächste Folge, also okay. Was ist vorbei? Ja, gleich. Ja, dann nächste Folge. Das ist wiederum das Schöne beim GPS von Wobster, dass du die GPS-Kurse immer speichern kannst. Mhm. Und auch verschieben kannst, glaube ich, ne? Oder übernehmen kannst am Partner-Traktor. Ja gut, beim Pressen stelle ich hier einfach immer 0,5 Meter ein und halt klar dann an. Ja. Und dann nehme ich halt die Spur, die passt.
So. Aber hier fertig. Es wurden 47. Also viel für uns. 47 Ballen. Jupp. Das ist ordentlich. Das ist doch mal ein schönes Ergebnis. Meine Damen und Herren, für heute sind wir fertig. Danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis morgen. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.